Beate Lanz betreibt eine Hausverwaltung in Berlin. Tagtäglich sind sie und ihre Mitarbeiter mit den verwaltungstypischen Herausforderungen des Alltags konfrontiert. Bei 1.800 vermieteten Einheiten kostet das jede Menge Zeit. Um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, gibt sie Leerstände oder Mieterwechsel an Maklerunternehmen ab. Einer, der davon profitiert, ist der Immobilienmakler Guido Melzer. Aufgrund unseres Verwaltungsbestandes haben wir immer wieder Leerstände, die schnell auf den Markt müssen, die schnell wieder vermietet werden müssen. Und das kann ich eben mit einem Vertriebsbüro, das sich darauf spezialisiert hat, wunderbar abdecken. Und ich arbeite jetzt seit 8 Jahren mit Maklern zusammen und die Zusammenarbeit war bisher immer sehr erfolgreich. Vor allen Dingen auch für unsere Eigentümer, die wir betreuen. Das Vermietungsgeschäft als Ergänzung zum reinen Verkauf. Die Kooperation zu einer Hausverwaltung kann sich in vielerlei Hinsicht lohnen. Auch Guido Melzer spürt den enormen Nachfragedruck für Eigentums- und Mietwohnungen. Einkaufsprobleme wie viele seiner Kollegen kennt er aber nicht. Da hilft natürlich die Kooperation und Zusammenarbeit mit einer Hausverwaltung in jedem Fall. Umgekehrt, die Hausverwaltung hat halt den Vorteil, dass sie sich nicht nach draußen begeben muss und dass so eine Immobilie in der Regel dann auch schneller und professioneller vermarktet wird. Vorteil für den Makler: Wer wie Guido Melzer gute Kontakte zu Hausverwaltungen pflegt, sitzt auch an einer Quelle zu potenziellen Auftraggebern seitens der Eigentümer. Das kann beim Einkauf neuer Objekte hilfreich sein. Makler werden eine Zusammenarbeit mit einer Hausverwaltung immer suchen und anstreben, letzten Endes, weil die Hausverwaltung immer der erste Ansprechpartner ist, wenn es um den Verkauf oder um die Vermietung einer Immobilie geht. Die Firma Ziegert Immobilien zählt zu den umsatzstärksten Immobilienmaklerunternehmen in Berlin. Schon seit Jahren setzt man dort unter anderem auch auf eigene Vermietungskompetenz. So gibt es eine Abteilung mit Vermietungsexperten. Weil Ziegert Immobilien mit Bauträgern kooperiert, sind viele Kunden des Unternehmens Kapitalanleger. Wer einen Neubau zu aktuellen Marktkonditionen optimal vermietet, erzielt optimale Renditen und schafft Kundenbindung. Die Vermietung wird zu einem System. Sie hat einen Stellenwert, einen neuen Stellenwert, weil der Anteil der Kapitalanleger ein steigender, ein wachsender ist. Aspekte wie Verwalter, Vermietung, welche Miethöhe kann ich da erwarten, wie muss ich die Wohnung herstellen, um optimal zu vermieten. Diese Dienstleistungen und Informationen sind gefragt. Voraussetzung dafür eine gründliche Marktkenntnis. Nur wer dicht am Immobilienmarkt ist, kann auch auf Schwankungen am Markt schnell reagieren. Wer einem Kapitalanleger geholfen hat, seine Immobilie optimal zu vermieten, wird auch die richtige Wahl sein, wenn es zu einem anderen Zeitpunkt um den Verkauf eines Objekts geht. In der nächsten Folge berichten wir darüber, was es in Zusammenarbeit mit ausländischen Investoren zu beachten gibt. Thank you.